Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man mit Hilfe von Variablen ein Spiel programmieren kann. Wir machen das jetzt so: Die Karte soll hier eingeblendet werden. Wenn sie eingeblendet wird und ich mit der Maus draufklicke, bekomme ich einen Punkt. Gespeichert werden die Punkte hier bei den Variablen. Ich gehe auf Neue Variable und trage mir hier ein Punkte. Das heißt, der Punktestand wird in der Variable Punkte gespeichert. Dann, ich habe hier das Objekt 1. Dieses Objekt 1 nenne ich jetzt Katze. Und ich werde jetzt dafür sorgen, dass, wenn die grüne Fahne geklickt wird, dass das Ganze hier beginnt. Dann Beginn ist der Punktestand aber an und für sich 0. Das heißt, ich habe noch nicht drauf geklickt. Und dann schaue ich dafür für eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel, man wiederholt das Ganze zum Beispiel 10 Mal, dass dann die Katze hier ein- und ausgeblendet wird. Ich gehe dann hier eben auf das Aussehen und gebe jetzt hierher zeige dich und verstecke dich. Und wenn sie sich aber gleich zeigen würde und wieder verstecken würde, hätte es wenig Sinn. Das heißt, ich werde eine gewisse Wartezeit hier einblenden, bei der man dann die Möglichkeit hat, dann drauf zu klicken. Und dann bleibt sie eben dann auch wieder für eine Sekunde dann versteckt. Ich klicke mal daher. Sie wird dann einmal eingeblendet, ausgeblendet, eingeblendet, ausgeblendet. Es wäre jetzt aber nicht sehr schwierig, hier den Standort zu finden. Deswegen gehen wir wieder auf Bewegung. Und ich setze jetzt hier die Maus an eine bestimmte Stelle. Sie soll also zu einer bestimmten Stelle gehen, sich dann zeigen. Und da 0,0 sehr wenig Sinn machen würde, möchte ich das mit Zufallszahlen, die X- und Y-Koordinate, festlegen. Gehe jetzt hierher und für die Y-Koordinate hole ich mir ebenfalls Zufallszahlen, und dann nicht aber zwischen 1 und 10, sondern bei der X-Koordinate von minus 200 bis plus 200 und für die Y-Koordinate von minus 150 bis 150, und lassen wir das Ganze einmal abspielen. Sie ist einmal da, dann ist sie hier, dann ist sie wieder an einer ganz anderen Stelle. Ich stoppe das Ganze und jetzt wollen wir die Punkteauswertung vollbringen. Und das machen wir jetzt so: Wenn, also falls etwas dann der Fall ist, man soll sich also hier zeigen, falls, ja, das ist so nicht, sondern da, falls also, gehen wir auf Fühlen, falls eben das Objekt, hier die Katze, berührt wird vom Mauszeiger, dann soll der Wert der Variablen sich um 1 erhöhen. Ansonsten geht es hier einfach dieses Programm weiter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich klicke daher und du siehst, dass sich hier links oben dann der Mauszeiger, also der Wert der Variablen, erhöht. Das Ganze funktioniert also. Wenn ich es etwas schwerer machen möchte, dann kann ich hier die Wartezeit für die sichtbare Zeit dann verändern. Ich gehe hier rein und mache zum Beispiel 0,5, und wenn wir gleich sehen, dass das sehr schwierig werden wird, ist praktisch fast unmöglich für mich, das zu finden. Ja, aber selbst da bekommt man bestimmte Werte dann eingeblendet, wenn man rasch genug in die Reaktion ist. Jetzt hat er es aber schon 10 Mal durchgeführt, und das Programm, 10 Mal heißt, ich wiederhole hier 10 Mal, und das Programm ist dementsprechend dann schon beendet.